reinkommen. Oh. Schade. Da war nicht gut. Ziel, gleich da. Ja, das ist eine spannende Situation. Keiner haut so richtig nach vorne. Oh, da ist einer in die Garage. Oh, na, wir haben ganz schlecht gesehen. Hier ist ein Fahrzeug. Ja, das ist der andere ist im Haus. Der ist im Haus, der andere. Neue Position. Na gut, wir sind hier noch am Anfang der ersten Zone. Ja. Ja, so eine Runde muss sich auch erstmal entwickeln. Ja. Ja, ja. Auch als Team. Unsere erste Folge war ja schon sehr, sehr spannend. Also da muss man nochmal sagen, der Sieger am Ende beim Nachladen danach den Gegner so geholt. Das war schon... Gebe Munition ab. Sehr, sehr braucht gut. Das irgendwer? Ich will so eine Steigerung sehen. Ja. Ein bisschen mehr Gunfight, mehr Action. Team begleiten, komplett aus. Ja. Oh, Geld nehmen lassen, das könnte teuer werden. Ja, das sind wieder die 500 Flocken, die fehlen am Ende für den Loadout. Man muss auch sagen, Activision hat sich mit dem Geld ja ganz schön vertan. Also es ist sehr, sehr schwierig hier im Zweier und im Solo da Geld zu finden. Absolut. Ja, wenn du da 3 oder 4 spielst, hast du das Geld innerhalb von 2-3 Minuten zusammen, wenn du in einem guten Spot bist. Ja. Aber im Solo und im Zweier ist das schon schwierig. Und wenn du dann in die Situation kommst und du triffst dann auf den Gegner, die ihren eigenen Loadout haben, dann ist das schwierig. Ja, dafür ist der Spot hier natürlich auch schwierig, ne? Die Häuser sind relativ weit oben. Ja, und der Gegner kann auch von allen Seiten auch kommen. Aber jetzt haben sie ihren Loadout auch zusammen. Ich wollte gerade sagen, der Trick. Jetzt ist es soweit. Wir können jetzt, wenn er jetzt ja nicht noch weiter so doof rummehrt. Oh, da hinten droppt einer hinter dem. Oh. Ich könnte jetzt. Jetzt bin ich gespannt, was die spielen. FFR und ich könnte auch sehen. Oh, nee. Oh nein, Grau Spieler hier. Oh und K. Mal wieder was anderes. Mal was anderes sehen heute hier. Ich fahre mal. Glatt gucken, was spielt der Teamkollege hier? Ja, das sitzt jetzt im Auto. Ich gebe unterwegs Deckung. Kann man natürlich nicht sehen, jetzt was er spielt. Natürlich auch gut mit dem. Oh, er spielt MP5. Die MP5 aus Kulpa. Aber Sturmgewehr habe ich noch nicht gesehen. AV-Künste lassen natürlich auch etwas zweifeln. Oh, da kam ein Nate. Oh, und dann der Fahrfehler. Hier aber auch Fahrfehler. Oh, MP5 und auch. Und Open Field, also da kann von hinten jetzt auch einiges vom Superstore kommen. Aber der Selbstbewusstsein, ja, der Gegner wird seine Deckung aber nicht. Er ist unten links, gewesen. Ah, jetzt gut, der Gegner wird nicht aus dem Polizeihaus rauskommen. Unten rechts jetzt. Es wäre natürlich clever. Es wäre natürlich clever, wenn ein Gegner
Polizeihaus aufs Dach geht, ne? Dann sieht man den Gegner auch besser, wenn er oben viel steht. Aber der pusht schon einer. Das ist natürlich auch clever. Der Gegner ist abgelenkt. Ja, der andere Kollege agiert etwas verhalten. Und hat oh, einer down, das wird er ihn jetzt sagen und ah, geht rein. Das ist schön. Ja. Direkt in den Kopf. Ja, zwei down, die ausgelöscht. Der eine hat Selbstwiederbelebung da unten. Ja. Er hat den Kill nicht bekommen, ne? Er hat die Selbstwiederbelebung schon durchgezogen gehabt. Ja, ja. Das ist natürlich schade. Wenn du da einen aus dem Fenster durch das Fenster snipest und. Oh, aber die Bedrohung steigt jetzt. Das könnte nochmal spannend werden. Ich muss natürlich sagen, ist der Mut auch belohnt worden, da Open Field zu snipen. Ja, ist das dazu, prägt ne? Auch wirklich von Risiko, wenn da von Superstore oder von den grünen Häusern da noch was da oben drauf geht, stehst du natürlich ganz offen da. Das könnte dann schon gefährlich werden, aber das haben sie gut gelöst. Absolut. Ich rücke mal dahin. Okay, jetzt vergesst ist natürlich das. Die große Frage, von wo kommt die... Oh, die Bedrohung sinkt wieder. Nehme neue Position ein. Ich fahre. Entscheiden sich doch nochmal zurück zum Habe Vorräte markiert. Das ist klasse so, oder? Ja, man muss sagen, wenn man jetzt mal für die letzten Runden betrachtet, wenn man Drohnen hat, wie viel Spieler hier ohne Das war knapp. Natürlich jetzt One-Shot, aber fühlt sich die Treffen, der Gegner das kommt von hinten. Ne, oh, der Gegner kommt von hinten. Oben am LKW. Oh. Komm schon. Aber nimmt das nicht. Ja, das geht nicht. Ach. Oh. Alles gut, halt durch. Die MP5 scheint sein Ding zu sein, ne? Ja, aber ich bin von der Kultur MP5, von der Kultur MP5 nicht so angetan. Ja, gut, ich glaube, alle Waffen sind spielbar, wenn man das Handling dafür hat. Ist gut. Aber die MW MP5 ist eindeutig besser im Spiel. Da liegt noch eine Gasmaske. Hat er das erkannt? Nein. Also. Ah, ich dachte jetzt. Wir haben in der letzten Folge schon viele Gasmaskenprobleme, ne? Die nehmen keine Gasmasken mit. Oder zu viele. Oder das, aber das kann am Ende für die Gasmaske am Ende aber auch wichtig sein, da. Bitte Passagier. Die Platz ist natürlich auch sehr clever, wenn du auch hinten und Schub bekommst. Schau mal auf die Zone, die Witzung ist. Die Kommunade. Da kann alles passieren, Kommunade, Hills. Ja, sie geht's. Oder Drohne. Ja, sie geht's aber sehr oft von hinten an, das muss man sagen. Oh, die Minikiste ist es. Okay. Hä? Die Frage ist. Ist jetzt schwer nachzuvollziehen. Ich fahre. Wollte sich selbst vorbei. Es ist lang am Shop. Es ist sehr lang am Shop. Ja, das. Oh, er hat einen Drohnen. Schick die Aufklärung. Nee, ein Cluster. Ich gebe unterwegs Deckung. Ja, der macht auch vorher schon nach. Hat sich doch eine schnelle Drohne entschieden. Ja, okay, wir haben heute da. Wir haben heute voll. Ich fahre. Oh. Ja, das ist nicht das clever gemacht, Otto. Ja, da sich vom Haus anzuhalten, ist natürlich. Und dann müssen wir noch gucken, von rechts kommt das Kopfgeld auch noch. Ja, ja, ja. Oh, der Gegner pusht alleine da oben. Ein down, ein weg. Das Kopfgeld ist stark, sieht aber auch wieder schön ausgelöscht, das Team.
Ja, das Kopfbett läuft langsam über Friedhof, Junge. Oh, er hat es nicht gesehen, wir waren schon auf der Straße. Ziel, gleich da. Ich übernehme das Lenkrad. Da fahren noch ein Team. Ja. Was macht er jetzt? Er geht pushen. Und das Kopfbett wird gepusht. Oh, ein Down mit der Nate. Und da ist der andere in der Ecke. Schade. Aber eine übersichtliche Situation. Aber an sich haben wir uns gut gefangen. Ja, war stark im Spiel. So, dann wir jetzt auch wieder einen. Die schießen auf mich! Oh, unerwartet. Vollkommen unerwartet. Alles gut. Gut gelöst. Gut gelöst. Das war knapp. Das war eine knappe Situation. Ja. Ah, da hat er die Mine in den Loot gelegt. Das ist natürlich auch frech. Ne? Natürlich auch clever gemacht, ne? Alles, wo so natürlich auch bekannt wäre, ne? Ja, so ein Loot ab. Es gibt auch wirklich auch die Gegner, die sich dann in den Loot reinlegen und stellen sich für tot und schießen dann auf einmal. Das gibt's alles. Das hat man alles schon gesehen. Nicht bei uns, da waren die Kollegen von ZDF noch am Start. Aber jetzt mit der RTL ist das natürlich ein ganz hohes Format, was man hier sieht. Wo sind wir denn jetzt? Zone 3. Dann wir sind jetzt in Zone 3, 19, 18 Teams. Da müssen wir so langsam die Taktiktafel mal vorholen. Oder vielleicht auch mal hier schön auf die Fahne. Das sieht nämlich auch so aus, als kann man sich dann aussichern, ne? Ja, die Fahne ist natürlich in Zone 3, vor Zone 4 hat es natürlich einen Vorteil, den Gegnern Vorsprung zu haben, ne? Unterwegs. Aber hier leuchtet auch alles. Nehme neue Position ein. Bei Train Station sind 2, 3, 4, mindestens 2 Teams. Ja, jetzt kommt es auf den richtigen Lauf. Da kommt auch noch ein Team von hier oben, kommt auch noch ein Team. Von den großen Häusern hier rüber gelaufen. Jetzt ein Einzelner, der ist direkt auf der Straße. Da könnte man nochmal sagen, lass nochmal zurückgehen, den nochmal abfangen, aber. Ja. Vielleicht nehmen sie sich jetzt doch mal das Fähnchen da an der Tankstelle mit. Nimmt nochmal eine Drohne und lässt wieder ein Cluster da am Shop liegen. Das nehme neue Position ein. Ist natürlich ja auch alles sehr verwinkelt. Na, hier kann jetzt überall ein Gegner sitzen, der schon Geist hat. Das hat man schon alles selbst erlebt hier. Ja. Ja, Feldaufrüstung verfügbar. Das ist jetzt wieder, gerade hier bei Train Station, ist das ein Fehler, sich zu trennen. Ne? Da wieder jeder seine eigenen Wege geht. Wir haben Aufklärung online. Neue Position. Ja, die Drohne ist zu dem Zeitpunkt natürlich keine Versicherung mehr, da läuft doch schon was hinter ihm. Geht nicht über die Nahkampf. Au! Warum dreht er sich da weg? Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Wenn man sich da trennt, ne? Das waren Gegner, die Geist hatten. Die waren nicht auf der Drohne zu sehen. 8 Kills, der Junge hier. Bin ich mal gespannt, was. Das machst du wieder, wieder mitgenommen. Ja, das ist. Wieder so einer mit so Pickeln an der Waffe. Ja, also die Tarnung ist wirklich nicht schön. Hab ein Ziel markiert. Werde direkt beschossen. Ja, das Aim, da wär's natürlich. Da wäre es natürlich clever, jetzt den Cluster oben aufzulösen, ne? Aha.
Dass der Gegner da weg Zielgebiet muss. Oh, markiert. Das macht er auch. Leg los! Sehr aber stark. Zu spät. Ich glaube, zu spät. Es kann natürlich sein, der Gegner ist schon vorgelaufen. Ja, stimmt auch. Genau das habe ich befürchtet. Der Gegner ist schon vorzeitig vom Dach. Und wir haben die Zone. Ja, aber. Hat er gut gemacht. Hat er genau den Kopf getroffen. Jetzt nimmt er die Gasmaske auf. Da, ich gehe schon. Also man muss sagen, wir haben schon in der letzten Folge ein Siegerteam gehabt, was wir lange verfolgt haben, die dann auch gewonnen haben. Mal gucken, ob das so weitergeht hier. Bei den Herren habe ich ein gutes Gefühl. Gut, man sieht auch die Decken noch alles auch von hinten ab, dass keiner mehr im Rücken kommt, ne? Aber hier sitzt vorne was auf dem Dach, hier sitzt was auf dem Dach. Jetzt ist natürlich die Überlegung, pusht man. Ah, sie gehen hoch. Und wieder, beide ohne Geist, aber der Gegner steht schon im Treppenhaus, das werden sie nicht mitbekommen haben. Der Gegner steht schon hier oben. Ah nein, die sind noch... Ich glaube, die sind beide auf dem Dach. Alter, ich bin da rein. Wir sind in der Sicherheitszone. Als hätte ich das nicht schon selber mal gemacht. Das war unüberlegt. Also dann, da muss man wirklich sagen, wenn du da reinspringst, du hast null Chance. Null Chance. Scheiße, die haben mich im Visier. Das ist natürlich... Aber hat selbst wieder Überlegung, das ist natürlich gut, hat auch Deckung. Alles gut. Oh, ein anderer hat einen Daumen, schön. Hier geht's lang. Gut, jetzt ist natürlich... Die Selbstwiederbelebung weg, das ist dumm, auch hier oben so auf die Dächer zu stehen. Also da. Aber ja, aber man sieht das. Ja, man sieht aber, das lassen die auch jetzt nicht auf sich sitzen. Die werden jetzt versuchen, hier zu pushen. Ja, die Gegner haben auch wieder keinen Geist. Wenn es denn alle sind, ne? Man weiß es nicht. Na ja, gut, das kann natürlich jetzt wieder ein anderes Team sein. Der Gegner schlägt da hinter der Mauer. Ja. Zu weit auseinander wieder. Zu weit auseinander. Contract finishen. So, wo schwenken wir hin? Ach, wir bleiben beim selben Team. Ja, lebt da noch einer? Ja. Der Gegner ist immer noch links an der Mauer gewesen. Der andere auf dem Dach. Das war natürlich von dem Gegner auch gut gemacht, nicht ins Haus zu gehen und dann schon direkt hinter der Mauer zu warten, wenn der Gegner da offen steht. Er verliert aber langsam den Faden. Er hat die Position, ich weiß nicht, er müsste sich direkt übers Treppenhaus stellen. Da ist noch ein Team im Haus. Rechts von ihm. Neben ihm, ja. Er steht ungünstig hier drin. Wenn er das überlebt, dann ist er der beste Spieler. Ja, er hat jetzt links Gegner, rechts Gegner und er steht in der Mitte und alle müssen jetzt laufen. Der Gegner wird mich nochmal hochpushen, das glaube ich nicht, er wird von unten gehen. Frage ist das... Keine Platten mehr. Schwierig. Das wird jetzt
Das wird ganz schwierig, da rauszukommen, weil der Gegner ist unten. Der Gegner ist unten. Gut, er könnte ein bisschen später move. Er hat noch Gasmaske, er hat zu weit in die Zone. Aber vor ihm in dem blauen Haus werden Gegner sitzen. Er muss links rumgehen. Muss den anderen hinterher. Ja, und das ist das, was ich befürchtet hatte. War klar. So, schauen wir beim nächsten rein. Piggyback. Hab ein Ziel markiert. Mit 9 Kills bisher. So, wir haben wieder eine Lobby nur mit 2er Teams. Das ist der Kreis. Ja, es wird. Das wird eine offene Angelegenheit. Ja gut, du hast hier nach oben 2-3 Häuser, 4 Häuser hast du noch gut drin. Aber das wird Richtung Rasen gehen, wo die beiden jetzt schon versuchen gleich hinzugehen, weil sie müssen ja schon viel früher. Oh, da ist ein Kind. Oh, aber auch schön. Den hat er gut gekriegt. Ganz schön auch. Natürlich jetzt hier alles sehr offen. Ja. Ein Schildspieler. Schildspieler da oben. Und einer mit. Das sah mir nach Kalisteten aus. Kalisteten, Machete, ja, könnte durchaus sein. Aber Schildspieler jetzt allein. Aber keine Primärgranaten mehr, ne? Unterwegs schon. Das ist ja gegen einen Schildspieler natürlich sehr schwierig, ne? Aber zu zweit, da kann ich. Scheiße, die haben mich im Visier! Da ist das Sniper von. Jetzt kann man auch keine Platten mehr riskieren, ne? Man muss jetzt. Field-Zone. Ja, wieder schön über links weggegangen. Sehen wir hier wieder ein Siegerteam bis zum Ende? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus dem blauen Haus. Kommt nichts mehr, Junge. Da kommt nichts mehr von da. Guck nach vorn. Da kommt nichts mehr. Jetzt Konzentration. Die Bushaltestelle wäre ein guter Spot. Schildspieler da oben. Oh. Feind markiert. Er ist down. Aber ja, der hat selbst wieder Belebung. Aber der ist im Gas. Der Schildspieler muss raus. Der wird schwärmen da oben. Die gucken aber beide zur selben Seite. Die Frage ist, sehen wir, wo die Zone hinmuft? Wird sich die Zone schließen oder müssen sie noch laufen? Das ist jetzt die Frage. Ob die Zone von ihnen weggeht, müssen sie Richtung Häuser gehen? Es sind nur noch 5. Der Schildspieler hat Glück. Der Schildspieler hat wirklich Glück, ne? So. Zwei Team und zwei Einzelne. Da ist noch was am Haus gewesen, genau da. Der Feind ist hier lang gekommen. Was machen die? Ich glaube, es wäre natürlich clever, die hier zu holen. Und jetzt ist der Schildspieler nach oben. Was wird da jetzt passieren? Das wird schwierig. Ja, da oben, das wird oder? Schwierig. Oh. Schöner Headshot zum Schluss. Schön. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Wieder ein Fest. Sehr, sehr schön.